Hallo und herzlich willkommen. Es scheint so, als ob die Videos über Elektromobilität bei euch am besten ankommen. Das Video von letzter Woche hat bei weitem die meisten Klicks in der ersten Zeit von meinen Videos, jedenfalls der neueren YouTube-Zeit von mir, erreicht. Ich habe auch bei weitem am meisten zusätzliche Abonnenten dadurch gewonnen. Ich bin jetzt bei knapp über 300. Vielen, vielen Dank dafür und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid und dabei seid. Ich hoffe, ihr seid es noch länger, bleibt dem Kanal treu. Ihr werdet verstehen, ich kann natürlich nicht ständig Videos über Elektromobilität machen. Einerseits habe ich mein Auto noch nicht, also das wäre dann eine ziemlich theoretische Angelegenheit, da hat niemand was davon. Und zweitens sind ja auch viele Abonnenten, die sich für die musikalischen Themen interessieren, die wir so behandeln. Und deshalb habe ich euch heute mal wieder so ein Thema mitgebracht. Es geht um die Kinoorgel. Zu Stummfilmzeiten war es ja so, da standen in den Kinos in der Regel unterschiedlich große Orgeln. Und dann gab es einen Organist oder eine Organistin, die den Film live begleitet haben, mit Musik untermalt haben. Eine solche Orgel steht zum Beispiel heute noch im Grassi-Museum in Leipzig. Tolles Instrument. Und dort gibt es auch noch einen Organisten, der zu Stummfilmen live die Musik gestalten kann. Und wir waren vor etwas mehr als 5 Jahren mal dort und haben einen kleinen Film darüber produziert, den ich euch jetzt gerne zeigen würde. Viel Spaß dabei! Die Kinoorgel im Grassi-Museum in Leipzig ist eine von etwa 20 heute noch bespielbaren Kinoorgeln in Deutschland. Kinoorgeln entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts zur Begleitung von Stummfilmen in den USA, verbreiteten sich aber bald über die ganze Welt. Mit der Einführung des Tonfilms verloren sie dann schnell an Bedeutung. Ja, eine Kinoorgel ist nicht, wie man vielleicht denken könnte, eine elektronische Orgel, weil sie so seltsame Klänge von sich gibt, sondern das sind richtige Orgelpfeifen, das ist so wie bei einer Kirchenorgel. Ne? Und die Kinoorgel, das ist sozusagen die letzte Verfeinerung der spätromantischen Orgel. Die Kinoorgel, die ist ausgestattet mit allen möglichen Effekten noch. Sirene, Autohupe, Donner und so weiter, Regengeräusche, was weiß ich, werden wir dann alles zeigen. Die Kirchenorgel weist sowas natürlich mit stolzer Verachtung von sich. Ja. In dieser Orgel findet man zum Beispiel mechanisch angeschlagene Röhrenglocken, Gewitterklänge, eine Autohupe oder eine Windmaschine. Wenn ich den Film kenne, kann ich mir natürlich vorher die Musik zurechtlegen. Wenn ich den Film zum ersten Mal sehe, das ist einer meiner Lieblingsspezialkicks, dann muss ich sofort die Szene erfassen. Ich muss einfach ein gewisses Arsenal von abrufbaren Musiken haben, die ich dann schnell einsetzen kann. Ja. Man muss so eine Art Datenbank für Filmmusik haben. Ja. Musiken kennen, das muss nicht immer gleich klingen dann, aber man muss wissen bei Liebesszenen, aha, die und die Register ziehe ich da und die Melodie und die Begleitung, dass solche Schemata müssen vorher da sein. Ja. Und dann rufe ich sie schnell ab. Bin immer eine Zehntelsekunde zu spät, das merkt niemand. Ja, wir zeigen mal zum Beispiel eine Szene
Weihnachtsbaum. Ein Ehepaar sitzt unterm Weihnachtsbaum und genießt die Weihnachtsstimmung. Wir hören dann Vogelgesang, ein Telefon klingelt, also alles Register, die die Kirchenorgel nicht hat, solche Effekte. Eine Schiffssirene heult, das Taxi hupt draußen, die Lokomotive fährt vorbei, Eisenbahn. Es fängt an zu regnen, vielleicht Weihnachten nicht so schön, aber ja und solche Dinge. Und dazu Klangfarben, die es auf der Kirchenorgel auch nicht gibt, Glocken, Vibraphon, Harfe. Was ganz anders, extrem anders, eine historische Schlacht. Stellen wir uns vor, zwei feindliche Heere prallen aufeinander und es gibt kriegerische Auseinandersetzungen. Wir hören Donner, wir hören Geschütze donnern, wir hören die Trommeln werden gerührt und. Drittes dann vielleicht noch eine Gespensterszene. Stellen Sie sich vor, Mondschein, Mitternacht, alter irischer Friedhof. Man hört sogar die Knochen klappern. Auch das kann die Kirchenorgel nicht, das Klappern der Knochen. Der Zuschauer soll nach Hause gehen und geweint haben und gelacht haben. Er soll den Film so erleben, dass alle filmischen Dinge noch gesteigert werden durch die Musik.